im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Werte Gäste, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Landsleute und Freunde, Schwestern und Brüder. Im Namen unseres Herrn darf ich euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen diesjährigen Heimattag. Ich tue das mit großer Freude, weil wir diesmal unseren Heimattag endlich ganz frei und ohne Ängste und ohne Regendusche in der vertrauten Weise feiern können, wieder Gemeinschaft erleben und unsere Identität auf neue zu vergewissern. Und ein sinnhaftiger Ausdruck für unsere Identität sind diese wunderbaren Trachten, die wir gesehen haben und die auch jetzt hier stehen und uns unsere Identität in besonderer Weise vergewissern. Und ganz besonders habe ich mich gefreut über die vielen kleinen Kinder, die auch in der Tracht da aufmarschiert sind und die für mich ein hoffnungsvolles Zeichen der Zukunft sind. Und deswegen ganz herzlichen Dank für alle Mühe, die mit der Vorbereitung dieses Trachtenaufzuges verbunden ist und für alle Mühe, die mit der Vorbereitung dieses Heimattages gegeben ist. Und nur auf diese Weise wird dann auch wahr, was das Motto diesjährigen Heimattages ist: Gemeinschaft schafft Heimat. Und so ein Bild, wie wir es hier sehen, ist wirklich ein heimatliches Bild. Herzlichen Dank. Wir feiern mit umso größerer Freude, als wir mehr als 2 Jahre lang schmerzhaft erleben mussten, was Unfreiheit bedeutet, wegen der Pandemie und all den harten Einschränkungen unserer Freiheit. Was Unfreiheit und Zwang bedeuten, haben wir aber schon früher und intensiver erleben müssen unter der rumänischen nationalsozialistischen Diktatur. Und da war der Wunsch nach Freiheit und Würde nur zu verständlich. Der Wunsch, der unsere Landsleute dazu bestimmte, die angestammte Heimat aufzugeben und in die erhoffte Freiheit auszureisen. Das Bedürfnis nach Freiheit gehört seit ältesten Zeiten gewissermaßen zu unserer Identität. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist das Wort der Schrift, das ich in dieser Andacht gerne weitergeben möchte und auch ein bisschen erklären möchte. Dieser Wunsch nach Freiheit war einer der Hauptgründe, weswegen unsere Vorfahren vor fast 900 Jahren ihre damalige moselfränkische Heimat verließen und sie schufen sich unter großem Einsatz und vielen Opfern einen neuen Lebensraum im inneren Karpatenbogen. Sie schufen sich eine neue Heimat. Aber die vom ungarischen König zugesagten Freiheiten, deren wegen sich unsere Vorfahren auf den weiten und beschwerlichen Weg gemacht hatten, wurden zunehmend missachtet. Das klagten sie beim König ein. Daraufhin stellte König Andreas II. Unseren Vorfahren 1224 einen Freibrief aus, in dem die zugesagten Freiheiten und Rechte sowie die Pflichten festgeschrieben wurden. Die dort gewährten Rechte waren für die damalige Zeit revolutionär. So zum Beispiel gab es keine Leibeigenschaft. Unsere Vorfahren waren und blieben frei.
die gemeinschaftliche Freiheit, sich selbst zu verwalten und durch ihre politischen Vertreter und sogar ihre Pfarrer frei wählen, um nur einige Beispiele zu erwähnen. Der König beginnt diesen Freibrief mit der Begründung dieser großen Freiheiten, und zwar, Zitat, im Namen der heiligen Dreieinigkeit Gottes. Diese Freiheiten sind also in Gott begründet, in seinem Wesen und in seinem Willen. Mit anderen Worten, bei der Gewährung dieser Freiheiten war Gottes Geist am Werk. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Dieser Freibrief kann in seiner Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er hat den Fortbestand unseres Volkes durch die Jahrhunderte hindurch ermöglicht und gesichert. Daher ist er in unsere Geschichte unter dem Namen Goldener Freibrief eingegangen. Im kommenden Jahr werden wir das 800-jährige Jubiläum feierlich begehen. Diese durch Gott, Gottes Geist gewirkte Freiheit war aber immer wieder ernsthaft bedroht. Daher müssen unsere Vorfahren immer wieder um ihre Freiheit kämpfen. Gegen die Osmanen, gegen den habsburgischen militanten Katholizismus der Gegenreformation, gegen den ungarischen und später den rumänischen Nationalismus, aber immer im Glauben und Vertrauen auf Gott den Herrn. Zum Verhängnis wurde unserem Volk, als es sich dann mehrheitlich nicht mehr vom Geist Gottes, sondern vom Geist der nationalsozialistischen Ideologie bestimmen ließ, mit den bekannten katastrophalen Folgen. Und dann die nationalkommunistische Diktatur mit ihrer menschenverachtenden Ideologie. Wir dürfen dankbar sein, dass wir in Freiheit leben und auch in Freiheit unseren Heimattag feiern können. Doch Freiheit ist nichts Selbstverständliches. Sie ist immer wieder bedroht, sagen wir, auch jetzt. Denn immer wieder versuchen Menschen, Macht über andere Menschen auszuüben und ihnen vorzuschreiben, was sie zu denken und zu reden und zu tun haben. Das geschieht oft durch Ideologie. Sie erhebt den Anspruch, allein wahr zu sein. Sie lässt keine abweichende Meinung und keine Diskussion über sie zu. Daher gehören zum Wesen der Ideologie Verbote aller Art. Denkverbote, Redeverbote, neuerdings auch Heizungsverbote. Andersdenkende werden diskreditiert. Im Namen der Ideologie wird sogar versucht, unsere schöne, vertraute Muttersprache zu verhunzen. Ideologie will den Menschen bevormunden, ihm ihre Ansichten aufoktroyieren, ihn in ihrem Geist umerziehen. Ideologien erheben den Anspruch, hohe und hehre Ziele umsetzen zu wollen. In Wirklichkeit aber versuchen ihre Vertreter, Macht für Menschen zu gewinnen, eben auf Kosten der Freiheit. Die Ideologie ist also bestimmt durch den Geist der Unfreiheit, des Zwanges, ganz im Gegensatz zum Geist Gottes. Denn Gottes Geist ist ein Geist der Freiheit. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei, sagt Jesus Christus. Und Paulus schreibt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Galater 5,1. Der Heilige Geist macht uns frei von Abhängigkeiten, von Ängsten und von Kleinmut. Er befähigt uns, in Verantwortung vor Gott zu denken, zu reden und zu handeln. Er allein schenkt uns Mut, Kraft und Besonnenheit. Darum, ihr Lieben, lasst uns diesen Geist Gottes uns anvertrauen und uns von diesem Geist leiten und führen und tragen lassen.
in der Gewissheit dessen, dass der Geist Gottes ein Geist der Freiheit ist. Amen. Lass uns beten. Herrlicher Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast und dass du uns damit Freiheit und Zukunft eröffnet. Wir danken dir, dass du unsere Vorfahren geführt hast und ihnen deinen Beistand geschenkt hast und dabei geholfen hat, die Freiheit zu verteidigen und weiterzugeben. Wir bitten dich, bewahre uns vor dem Geist der Unfreiheit, der Angst, der Verzagtheit. Und schenke uns die rechte Zuversicht auf das Wirken deines Geistes auch in Zukunft. Gemeinsam rufen wir dich an, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein gesegnete Pfingsten, dass das Wirken des Geistes unter uns lebendig bleibe und werde. Lasst uns unter dem Segen des Herrn miteinander diesen Tag begehen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Amen. Lass uns miteinander nun mit Begleitung der Adjuvanten das Lied Großer Gott, wir loben dich singen. Im Programm hier sind die beiden Stufen angegeben. Verehrte Ehrengäste, liebe Freunde des Siebenbürger Sachsen, Live Sachsen und auch Live Sachsen, Heustadtraum Heiset, ich wünsche euch Jugendamt und glücklich feierlich ein gesegnetes Pfingstfest Ihnen allen zusammen. Meine Damen und Herren,
Es ist erfreulich, wie Tausende von Siebenbürger Sachsen aus Deutschland und anderen Ländern sich Jahr für Jahr aufmachen, um beim Heimattag hier in Dinkelsbühl dabei zu sein. Es ist ein Fest für Jung und Alt, ein generationenübergreifendes Fest, bei dem wir unser Selbstverständnis als Siebenbürger Sachsen leben. Wir wollen den Heimattag auch noch in Jahrzehnten hier in unserer schönen Partnerstadt Dinkelsbühl feiern. Die vielen jungen Menschen, die wir soeben im Trachtenzug gesehen haben, stimmen uns zuversichtlich für die Zukunft. Miteinander schafft Heimat. Den 73. Heimattag der Siebenbürger Sachsen haben wir bewusst unter dieses Motto gestellt. Wer zu Pfingsten hier in Dinkelsbühl ist, kommt an dem Miteinander nicht vorbei. Dieses Miteinander haben wir aus Siebenbürgern in unsere neue Heimat mitgebracht. Und es bringt uns hier und heute zusammen, egal ob wir in Deutschland, Österreich, in Kanada, den USA oder der Schweiz leben. Tag für Tag pflegen wir dieses Miteinander und fühlen dabei die Heimat in uns. Wie Heimat empfunden wird, ist eine sehr persönliche Sache. Bei den meisten von uns schlägt das Herz sowohl für die alte als auch die neue Heimat. Den 73. Heimattag feiern wir wieder mit vielen Gästen aus Politik, Kirche und Gesellschaft. Es ist mir eine große Ehre, zuerst unsere beiden Festrednerinnen begrüßen zu dürfen. Als Vertreterin der Bundesregierung begrüße ich sehr herzlich die Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen und nationale Minderheiten, Nathalie Pavlik. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit und demnächst werden wir auch gemeinsam bei der deutsch-rumänischen Regierungskommission im der Europäischen Kulturanstalt in Temeswar sein. Seien Sie uns herzlich hier willkommen. Ich begrüße eine Kennerin Siebenbürgers und der Siebenbürger Sachsen. 2017 war sie auf einem großen Sachsen-Treffen in Hermannstadt mit dabei. Begrüßen Sie mit mir die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Frau Gerda Hasselfeld. Herzlich willkommen. Vor einem Jahr haben wir hier beim Heimattag in Dinkelsbühl sozusagen den Startschuss für das Wiederaufleben der Gemeinschaft nach der Pandemie gegeben. Seither ist unser Verbandsleben wieder zu seiner vollen Blüte zurückgekehrt. Heute sind wir wieder hier zu Hause in Dinkelsbühl. Ich grüße ganz herzlich unsere Gastgeber, Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer mit seinen Stellvertretern Nora Engelhardt und Georg Biot, den Mitgliedern des Stadtrates sowie alle Bürgerinnen und Bürger der großen Kreisstadt Dinkelsbühl. Wir sind immer wieder gerne in Ihrer schönen Stadt. Es ist eine große Ehre, den Vertreter des Präsidenten Rumäniens und des Landsmanns Klaus Johannes, Herrn Präsidialberater Sergiu Nistor, hier begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich begrüße ich als Vertreter der rumänischen Regierung Thomas Schindilariu, Unterstaatssekretär im Departement für interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der rumänischen Regierung. Als weitere Vertreter Rumäniens begrüße ich Ihre Exzellenz, Frau Adriana Stănescu, Botschafterin von Rumänien in Berlin und aus dem Generalkonsulat die leitende Konsulin aus München, Janet Constanța Caravaciu und den Generalkonsul aus Stuttgart, Radu Florea. Radu, astăzi, România, vă salutăm în mijlocul comunității noastre și sperăm să vă simțiți ca acasă. Bine ați venit! Aus dem Bayerischen Landtag begrüße ich sehr herzlich den ersten Vizepräsidenten des Landtags, Herrn Karl Frelle, der uns Siebenbürger Sachsen vor allem aus dem Raum Nürnberg kennt. Herzlich willkommen. Ebenfalls aus dem Bayerischen Landtag begrüße ich ganz herzlich den Abgeordneten Volkmar Halbleib als Vertreter der SPD-Landtagsfraktion. Aus dem schönen Hessen begrüße ich die Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spielasiedler, Margarete Ziegler-Raschdorf. Herzlich willkommen.
Ich begrüße ganz herzlich den Vertreter des Landkreises Ansbach, Herrn Stefan Hornlausch, den stellvertretenden Landrat dieses schönen Kreises. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Bernd Fabricius, den Präsidenten des Bundes der Vertriebenen und Ehrenvorsitzenden unseres Verbandes. Herzlich willkommen, lieber Bernd. Ja. Ich freue mich, dass die Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg des Bundes der Vertriebenen heute hier vertreten sind. Herzlich willkommen, den Vorsitzenden Christian Knau aus Bayern und Hartmut Lipsch aus Baden-Württemberg. Aus dem Kreis der befreundeten Landsmannschaften begrüße ich ganz herzlich die Vorsitzende der Landesgruppe Bayern der Landsmannschaft der Deutsch-Weiß-Russland, Valentina Butt. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir feiern in diesem Jahr 40 Jahre Föderation der Siebenbürger Sachsen. Gegründet wurde diese 1983 in Elixhausen in der Nähe von Salzburg als weltweite Verbindung der Siebenbürger Sachsen. Und seit genau 30 Jahren gehören auch unsere in Siebenbürgen lebenden Landsleute dazu. Diesem Jubiläum widmen wir die morgige Podiumsdiskussion in der Schande. Ich freue mich sehr, dass erstmals nach vielen Jahren alle Verbände der Siebenbürger Sachsen, die zur Föderation gehören, heute hier dabei sind. Aus Siebenbürgen begrüße ich zuerst ganz herzlich Dr. Paul-Jürgen Borch, den Landesvorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien. Unser Partner in der alten Heimat, das Siebenbürgenforum, ist heute mit seinen beiden stellvertretenden Vorsitzenden Andrea Rost und Radu Lebert vertreten. Und aus unserem Nachbarland begrüße ich sehr herzlich den Bundeshauptmann des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Konsulent Manfred Schuller. Die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada wird vertreten durch ihre stellvertretende Bundesvorsitzende Rebecca Horrett und Kate Pfingstgräf von der Saxonia Home in Aylmer, Ontario. Ganz besonders begrüße ich die Präsidentin der Alliance of Pennsylvania Sachsen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Denise Crawford. Dear guests from North America, I hope you enjoy this weekend in our worldwide Saxon community. Please send greetings to our compatriots in the United States and Canada. Sehr herzlich begrüße ich für unsere Heimatkirche, den neuenständigen Vertreter der Evangelischen Kirche AB in Rumänien, im Bundesvorstand unseres Verbandes, Herrn Dietmar Gross aus Deutsch-Weißkirchen. Aus unseren siebenbürgischen Kreisen in Deutschland begrüße ich herzlich Professor Dr. Bertolt Köber, den Vorsitzenden der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Renate Schwab, kurz unser Hilfskomitee, und danke ihm auch für die Durchführung des Festgottesdienstes und den Pfingstgruß. Unser Schwesterverband, der Verband der siebenbürgisch-sächsischen Heimatortsgemeinschaften, war im Kraftbezug stark vertreten. Ich begrüße sehr herzlich die HOG-Verbandsvorsitzende Ilse Welter. Einen herzlichen Gruß richte ich an den Verein der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz, vertreten durch ihre Vorsitzende Marianne Hallmann. Herzlich willkommen, sage ich Michael Schmidt, Vorsitzender der Michael und Veronika Schmidt Stiftung und langjährigen Partner unseres Verbandes. Ein herzlicher Gruß geht an den Vorsitzenden der Karl-Wolf-Gesellschaft und Club der Siebenbürgischen Unternehmer in Deutschland, Herrn Reinhold Sauer. Und ich möchte an dieser Stelle der Michael Schmidt Stiftung und der Karl-Wolf-Gesellschaft und den anderen Partnern danken, die als Sponsoren mit dazu beitragen, unseren Heimattag auch finanziell stemmen zu können. Herzlichen Dank und Herr Gelsbock. Für
Für den Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck begrüße ich den Vorsitzenden Herrn Krempels und für den Siebenbürgischen Sächsischen Kulturrat stellvertretend die Geschäftsführerin des Siebenbürgischen Dr. Ingrid Schien. Herzlich uns willkommen. Und stellvertretend für die Gliederung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen Deutschland begrüße ich die Ehrenvorsitzende unseres Verbandes, Frau Hertha Daniel. Seien Sie uns alle willkommen. Mitausrichter des Heimattages in diesem Jahr ist die sogenannte Gruppe der kleinen Landesgruppen, wie wir sie nennen. Berlin, neue Bundesländer, Hamburg, Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen, Bremen und Rheinland-Pfalz, Saarland. Deren Vorsitzende ich herzlich begrüßen möchte, Ingwer der Jukun, Helga Seeger, Ekaterina Löse von Simons, Elfriede Schnell und Helmut Gaber. Eine starke Präsenz, erneut eine starke Präsenz und wie immer eine starke Präsenz, zeigt auch die Jugendgliederung des Verbandes, ohne die ein Heimattag so nicht möglich wäre. Ich begrüße sehr herzlich die siebenbürgisch-sächsische Jugend in Deutschland, die SJD, mit ihrem Bundesjugendleiter Fabian Kloos. Schön, dass Sie da sind. Und nicht zuletzt begrüße ich die Presse- und Medienvertreter und hoffe auf eine wohlwollende Berichterstattung. Seien Sie uns ebenfalls herzlich willkommen. Wir haben eben einen farbenprächtigen und vielfältigen Festumzug erlebt. Über 2700 Trachtenträgerinnen und Trachtenträger waren angemeldet und haben mit Stolz und viel Freude die aus unseren Heimat Siebenbürgern mitgebrachten Trachten präsentiert. Sie alle haben das Motto Miteinander schafft Heimat perfekt umgesetzt. Es ist beeindruckend, alle Generationen und vor allem die vielen Kinder und Jugendlichen in der schönen Festtrachten zu sehen. Ein herrliches Bild, vor allem, wenn auch das Wetter wie heute wieder mitspielt. Ich danke unserem bewährten Moderatorenpaar Ines Wenzel und Helge Krempels für die informative Vorstellung der über 100 Gruppen, die heute hier mitgemacht haben. Herzlichen Dank. Die Schlagworte unseres Verbandes sind Tradition, Netzwerk, Gemeinschaft. Sie können diese Begriffe auch über mir auf dem Banner an der Front der Schranne lesen. Sie stehen sinnbildlich für unser Verband und Kulturleben, das sich in den 95 Kreisgruppen und 8 Landesgruppen abspielt, ebenso aber auch in den Heimatortsgemeinschaften. Unser ganzes Gemeinschaftsleben dreht sich um das Miteinander, das Heimat schafft. Das verdanken wir dem Bundesvorstand, den vielen anderen Vorständen im Verband, aber und vor allem unseren Mitgliedern, die uns die Treue halten und ehrenamtlich an der Basis in den unzähligen Kultur- und sonstigen Gruppen wirken. Tausende Landsleute machen ein Großereignis wie den heutigen Heimattag erst möglich. Ich danke Ihnen allen im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen. Wir alle legen das Fundament für die Zukunft des Verbandes, der auch in vielen Jahren, Jahrzehnten noch die Interessen der Siebenbürger Sachsen in Deutschland vertreten soll und wird. Und wer noch nicht Mitglied unseres Verbandes ist, den rufe ich auf, es möglichst bald zu werden. Nur gemeinsam sind wir stark. Beitrittserklärungen finden Sie hier am Infostand vor der Münster oder in der Festkanzlei im Rathaus. Auch wenn wir räumlich getrennt sind, arbeiten unter siebenbürgisch-sächsischen Verbände im zusammenwachsenden Europa eng zusammen. Diese Arbeit als Brückenbauer über Grenzen hinweg wird von der deutschen und rumänischen Öffentlichkeit sehr positiv wahrgenommen. Diese Miteinanderschaffung der Heimat ist mir gerade vor 2 Wochen bei der Einweihung der evangelischen Stadtpfarrkirche in Bistritz wieder bewusst geworden. Siebenbürger Sachsen von Hügel und Drüben, die heutige Bistritzer, mehrheitlich rumänische Bevölkerung und viele Beteiligte aus Politik, Forum, Kirche, Verbänden, Kultur und Gesellschaft kamen zu einem herausragenden Ereignis im Lösnerland zusammen. Wer hätte beim großen Brand vor 15 Jahren gedacht, dass die Stadtpfarrkirche, dieses Symbol von Bistritz und dem gesamten Lösnerland, einmal wieder so erstrahlen wird, wie das nun der Fall ist.
ebenfalls dem guten Miteinander der siebenbürgisch-sächsischen Institutionen von Hügel und Drüben verdanken wir den ersten siebenbürgischen Kultursommer 2022. Tausende Besucher haben dabei den Gemeinsinn und das Miteinander in der Heimat gepflegt. Den staatlichen Stellen von Bund, Ländern und Kommunen in Deutschland möchte ich an dieser Stelle herzlich dafür danken, dass sie den Siebenbürger Sachsen die Beheimatung an ihren neuen Wohnorten ermöglicht haben. Es freut uns sehr und wir sind dankbar, dass die Integration sehr gut gelungen ist. Diese vorbildliche Entwicklung wird von der Politik, von der Öffentlichkeit immer wieder gewürdigt und bestätigt. Sehr geehrte Frau Beauftragte Public, nehmen Sie den Dank bitte mit nach Berlin, dass wir Siebenbürger Sachsen heute und auch in Zukunft gerne in unserer neuen Heimat leben, wo wir uns als gleichberechtigte Bürger für die Allgemeinheit, aber auch für die eigenen Belange einsetzen. Dass unsere Kultur auf Bundes- und Landesebene unterstützt wird, dass unser Kulturzentrum Schloss Horneck in Gundelsheim mit Bundes- und Landesmitteln instand gesetzt werden konnte, dass die Lehrkräfte mit muttersprachlichem Deutschunterricht in Rumänien mit Bundesmitteln unterstützt werden, sind alles Maßnahmen, für die wir dankbar sind. Auch beim Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Rumänien vor wenigen Tagen wurde die Rolle der deutschen Minderheit in Rumänien in den bilateralen Beziehungen Deutschlands und Rumäniens gewürdigt. Ebenso zeigt er sich begeistert von unserem kulturellen Erbe der Kirchenbürger, deren Schirmherr zusammen mit dem rumänischen Staatspräsidenten, unserem Landsmann Klaus Johannes, ist. Die Einführung des Härtefallfonds zum Ausgleich von den Fremdrentenkürzungen aus den 1990er Jahren begrüßen wir. Auch wenn dieser Fonds heute ganz anders aussieht, als es ursprünglich geplant war. Wir freuen uns über jede Berechtigte und jeden Berechtigten, die aus diesem Fonds einen Ausgleich erhalten, auch wenn der Betrag mehr symbolischer Natur ist. Einen großen Wermutstropfen gibt es aber doch. Antragsberechtigt sind die Spätaussiedler. Und zwar die Gruppe, die nach dem 31. Dezember 1992 ins Bundesgebiet zugezogen sind. Diese Regelung der Bundesregierung hat zur Folge, dass nur ganz wenige Siebenbürger Sachsen in den Genuss dieser Ausgleichsentschädigung kommen, da sie mehrheitlich vor diesem Stichtag als Aussiedler nach Deutschland gekommen sind. Die überwiegende Mehrheit unserer Landsleute geht damit leider leer aus. Die Fremdrentenkürzungen der 90er Jahre wirken weiter bis heute nach. Es droht bei vielen betroffenen Aussiedlern mit kleinen Renten die Altersarmut trotz lebenslanger Arbeit. Das ist nicht in Ordnung und nicht gerecht und deshalb fordern wir dezidiert, diese Ungerechtigkeit vollkommen zu beseitigen. Und in dieser Sache der Beseitigung der Rentengerechtigkeit für Aussiedler wissen wir unsere Dachorganisation, den Bund der Vertriebenen mit seinem Präsidenten Herrn Fabricius an unserer Seite. Danke dafür. Wir Siebenbürger Sachsen sind bekanntlich eine sehr traditionsbewusste Gemeinschaft, was sich auch in unserer Kulturpflege widerspiegelt. Dieses Miteinander, das uns Heimat schafft, sehen und spüren wir auch auf Schloss Horneck, dem Sitz unserer zentralen Kultureinrichtungen im Bundesland. Als siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft stehen wir selbstverständlich zu unseren Kultureinrichtungen, dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrat mit Siebenbürger-Institut, dem Siebenbürgischen Museum und zum Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck, der als Eigentümer dieser Anlage bestrebt ist, dieses Haus für künftige Generationen zu erhalten. Zahlreiche Ereignisse tragen dazu bei, Schloss Horneck als Leuchtturm unserer Kultur und unserer Gemeinschaft zu bewahren. Erfreulich viele Kreisgruppen mit ihren Kulturgruppen fahren zu den Veranstaltungen nach Gundelsheim oder organisieren Ausflüge, um das Schloss und diese Einrichtungen kennenzulernen. Ich ermuntere Sie alle ausdrücklich dazu auf. Viele junge Leute engagieren sich im Trachtenzug, wie wir gerade gesehen haben. Sie engagieren sich in den Kreisgruppen, in deren Jugendtanzgruppen und auch in den Heimatortsgemeinschaften. Für dieses Potenzial werden wir von den anderen Landsmannschaften oft bewundert. Heute Nachmittag werden Hunderte von Tänzerinnen und Tänzer ihr Können und ihre schönen Trachten hier am gleichen Platz vor der Schranke präsentieren. Eine sehenswerte Darbietung.
Wir sind also auf einem guten Weg mit unserer Jugend, die in der siebenbürgisch-sächsischen Jugend in Deutschland organisiert ist. Die SOG genießt bei uns im Verband ein großes Vertrauen und Ansehen. Bei der Digitalisierung wirkt sie an führender Stelle mit, ebenso bei der Mitgliederakquise. Geben wir auf unsere Jugend sorgsam acht, lassen wir ihr die größtmögliche Freiheit, sich zu entfalten, begleiten wir sie auf ihrem Weg und auf unserem gemeinsamen Weg in die Zukunft. Meine Damen und Herren, liebe Landsleute, Miteinander schafft Heimat. Lassen Sie uns zusammen das Motto unseres 73. Heimattages umsetzen. In der Siebenbürgischen Zeitung vom 22. Mai haben wir eine Initiative und eine Diskussion zum Erhalt der Identität der Siebenbürger Sachsen gestartet. Machen Sie mit. Durch unser generationenübergreifendes Wirken, durch die vielen Aktivitäten zum Erhalt unserer Kultur, unserer Werte und unserer Traditionen aus der Heimat sind wir auf dem besten Weg, dem Motto des Heimattags gerecht zu werden. Füllen wir alle gemeinsam unsere Gemeinschaft mit Leben. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und ergebnisreichen Heimattag 2023. Alles Gerd, Luther Gesandt, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender, lieber Rainer Levy, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Hammer, verehrte Ehrengäste, liebe Siebenbürger Sachsen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute erneut hier bei Ihrem Heimattag dabei zu sein und mit Ihnen zusammen dieses wunderbare Fest zu begehen. Sehr gerne erinnere ich mich an den Heimattag letztes Jahr zurück, an die vielen tollen Gespräche, an die Kultur, an das kulinarische Angebot. Ich verbinde damit sehr positive Erinnerungen und ich freue mich sehr, viele von Ihnen persönlich immer wieder zu treffen bei den Veranstaltungen. Und es stimmt, die Siebenbürger Sachsen sind eine ganz, ganz große Familie. Ich darf Ihnen herzlich auch die herzlichsten Grüße und besten Wünsche der gesamten Bundesregierung, allen voran von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz und unserer Bundesministerin des Innern und für Heimat, Frau Nancy Faeser, überbringen. Seit über 70 Jahren treffen sich die Pfingsten Siebenbürger Sachsen aus dem gesamten Bundesgebiet über See zum Heimattag in Dinkelsbühl und machen damit diesen schönen Ort zu einem Zentrum des siebenbürgisch-sächsischen Lebens in Deutschland. Die Heimattage demonstrieren in eindrucksvoller Weise die siebenbürgisch-sächsische Kultur und ihre landsmannschaftliche Verbundenheit. Ich gratuliere Ihrem Verband zu diesem gelungenen Treffen und bedanke mich bei allen, die sich für diese Veranstaltung eingesetzt haben und dabei mitwirken. Das Engagement, das hinter diesem Fest steckt, ist nicht selbstverständlich. Vieles wird ehrenamtlich organisiert und verdient unsere aller Anerkennung. Danke allen, die hier mitgeholfen haben. Neben den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern und besonders hervorheben möchte ich auch die Mitglieder der Ortsgruppe Dinkelsbühl, danke ich auch herzlich der großen Kreisstadt Dinkelsbühl und ihrem Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer für die Gastfreundschaft. Die Heimattage haben hier einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt. Das ist ein wichtiges Zeichen und eine gute Tradition. Der diesjährige Heimattag steht unter dem Motto Miteinander schafft Heimat. Und ich finde, gerade in den herausfordernden und äußerst stürmischen Zeiten, in denen wir leben, ist dieses Motto besonders passend. Denn nur gemeinsam im Miteinander schaffen wir es, Herausforderungen und Krisen der heutigen Zeit zu meistern. Und Heimat
als ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, das wird gerade jetzt gebraucht. Infolge des Zweiten Weltkrieges und der Verbrechen der Nationalsozialisten in ganz Deutschland kam es zu Flucht und Vertreibung der Deutschen aus ihren Siedlungsgebieten, die den Menschen viel Leid und Schmerz brachten. So verloren auch Sie, liebe Siebenbürger Sachsen, Ihre angestammte Heimat. Hier in der Bundesrepublik und speziell auch hier in Dünkelsbühl fanden Sie eine neue Heimat. Die Bedeutung von Heimat ist vielfältig. Doch in all ihren Facetten ist sie zentral. Als verlorene, als neue und als wiederkehrende Heimat. Dazu gehört die Geschichte, vor allem auch die persönlichen Geschichten über Flucht, Vertreibung, Versöhnung und Integration. Jedes einzelne Schicksal besteht aus eigenen, individuellen Erfahrungen und Empfindungen. Doch ähneln sich die grundlegenden Punkte derjenigen, die ihre Heimat verlassen und in einem neuen Land Fuß fassen mussten. Für mich machen Heimat alle Menschen in unserem schönen Land aus. Dabei ist es unwichtig, woher sie kommen, denn es zählt das gemeinsame Zusammenleben. So wie es auch das diesjährige Motto Miteinander schafft Heimat auf dem Punkt bringt. Heimat ist da, wo ich mich zugehörig fühlen kann. Das kann ein Ort sein oder eine Gruppe von Menschen. Viele von uns haben vielfältige Wurzeln und mehrere Bezugsrahmen. In einem modernen Europa ist Zugehörigkeit vervielfacht. Heimat ist daher nicht auf einen Ort oder eine Gruppe beschränkt. Sie zeichnet sich auch durch gelebte Bräuche und Traditionen aus, die den nachfolgenden Generationen vermittelt werden. Auch die Weitergabe und das Aufklären über die eigene Geschichte ist eine Bereicherung. Daher freue ich mich, dass Sie, liebe Siebenbürger Sachsen, die Bräuche und Traditionen weiterhin mit Leben erfüllen. Sei es heute in geselliger Runde beim Heimattag durch das Tragen und Zeigen ihrer Trachten, dem Aufführen traditioneller Tänze oder dem Singen verbindender Lieder. Damit tragen Sie zum kulturellen Reichtum in unserem Land bei und knüpfen gleichzeitig ein verbindendes Band nach Rumänien. Gerade Sie, liebe Siebenbürger Sachsen, haben trotz der Erfahrung von Krieg und Vertreibung die Verbindung in die alte Heimat wieder aufleben lassen. Damit haben Sie einen wichtigen Beitrag bei der Versöhnung und dem Aufbau sowie die Neugestaltung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien geleistet. Sie sind erfolgreiche Brückenbauer zwischen Menschen und Staaten. Darauf können Sie zu Recht stolz sein. Mit meinem Besuch beim diesjährigen Heimattag möchte ich meine Verbundenheit mit den Siebenbürger Sachsen, ihrer Kultur und den Anliegen der Heimatvertriebenen zum Ausdruck bringen. Das Tragen der Trachten und Tänze machen den Heimattag zu einem ganz besonderen Ort, nicht nur im Kalender des Verbandes oder der landsmannschaftlichen Veranstaltungen in Dinkelsbühl und Bayern, sondern in ganz Deutschland. Ziel des geselligen Zusammenlebens ist es, Begegnung zu ermöglichen und die gemeinsame Identität zu stärken, also miteinander Heimat zu schaffen. Hier in der Stadt Dinkelsbühl waren die Siebenbürger Sachsen schon früh willkommen. Bereits im Juni 1949 wurde der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland als eingetragener Verein gegründet und agiert seitdem als Interessensvertretung der Geflohenen und Vertriebenen aus dem Siedlungsgebiet im heutigen Rumänien. Bereits wenige Tage später, am Pfingsten, im Neujahr 1951 fand der erste Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl statt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Hammer, es freut mich, dass diese schöne Tradition der Heimattage in Dinkelsbühl
aufrechterhalten und mit Leben erfüllt wird. Das ist ein wichtiges und gutes Zeichen, dass die Siebenbürger Sachsen bei Ihnen ein offenes Ohr für Ihre Belange und einen wohlwollenden Förderer und Unterstützer im Rathaus der Stadt haben. Herzlichen Dank dafür. Ein schöner Beleg für die kommunalpolitische Unterstützung ist auch die gelebte Städtepartnerschaft zwischen Lindisfrün und der rumänischen Stadt Sibiuara, dem ehemals siebenbürgischen Schäßburg. Sehr geehrte Damen und Herren, seit ich vor über einem Jahr das Amt der Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten übernommen habe, habe ich viele Termine im In- und Ausland wahrgenommen. Bei all den Begegnungen hat sich mir deutlich gezeigt, dass für die Menschen, seien es die Angehörigen der deutschen Minderheiten im Ausland, seien es die Spätaussiedler aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion oder die in Deutschland lebenden nationalen Minderheiten. All denen sind immer Identität, Heimat, Sichtbarkeit und ein Leben frei von Diskriminierung sehr wichtig. Auch wenn sich die Lebensumstände jeder einzelnen Gruppen deutlich voneinander unterscheiden, so vereint sie doch der Wunsch, in ihrer Einzigartigkeit wahrgenommen zu werden und in einem Umfeld zu leben, das sie als ihr Zuhause bezeichnen können. Auch das friedliche und gemeinschaftliche Zusammenleben zwischen Minderheits- und Mehrheitsgesellschaft gehört dazu. Miteinander schafft Heimat, bringt genau das treffend auf den Punkt. Für mich heißt es ganz konkret, dass die Politik den Menschen einen Halt anbieten muss, um die Orientierung nicht zu verlieren. Wir politischen Verantwortlichen müssen Sorge dafür tragen, dass die Menschen sich wertgeschätzt und ernst genommen fühlen, sodass sie eine Heimat bei uns finden können. Heimat im örtlichen wie im geistigen Sinne. Wie ich eingangs erwähnt habe, gehört für mich der Begriff Heimat nicht der Vergangenheit an. Vielmehr setzt er sich mit aktuellen Entwicklungen der bestehenden Verhältnisse in der heutigen Welt auseinander. Nur wer sich wohlfühlt und seine Heimat schätzt, wird sich auch für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen einsetzen. Sich heimisch fühlen ist ein wichtiger Faktor für gesellschaftliche Teilhabe. Als Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten werde ich immer Ansprechpartnerin für die Sorgen und Nöte der mir anvertrauten Menschen sein und mich mit aller Kraft für ihre Belange einsetzen, auch für das, was Sie, Herr Reinhardini, heute angesprochen haben. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss noch ganz besonders die Verständigungs- und Versöhnungsarbeit der vertriebenen Verbände erwähnen, die seit vielen Jahren in Deutschland und im Ausland als Brückenbauer zwischen der Bundesrepublik und den östlichen Nachbarstaaten fungiert. Ohne ihre meist ehrenamtliche Arbeit hätten bislang viele Projekte und Verträge nicht umgesetzt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Geschichte lehrt uns, und das spüren wir auch jetzt seit dem schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wege beginnen oft schneller und unerwarteter, als man denkt. Sie sind grausam und bringen unendliches Leid. Kriege zu beenden dauert länger und es ist immer schwerer und härter, als sie zu beginnen. Doch Frieden zu schaffen und zu sichern, einander zu versöhnen, zu verzeihen und wieder Begegnungen zu organisieren, das ist eine Aufgabe für Generationen von Menschen, die niemals endet. Sie zeigen immer wieder auf, dass Aussiedler- und Minderheitenpolitik ein wesentlicher Teil von Friedenspolitik ist und gerade in den heutigen Zeiten wieder wichtiger denn je. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement für das heutige Fest. Ich freue mich auf die nächsten Stunden mit Ihnen, wünsche Ihnen allen spannende Begegnungen und
ein gutes Miteinander. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Lehnin, verehrte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Siebenbürger Sachsen. Für viele von Ihnen ist sicher dieser heutige Tag das alljährliche Pfingsttreffen, der Heimattag der Siebenbürger Sachsen, hier im Bundesgefühl. So etwas Ähnliches wie Heimkehren deshalb, weil es eine Gelegenheit ist, miteinander zu feiern, Erfahrungen, Erlebnisse auszutauschen, ja, ein Treffen mit Freunden. Ich freue mich, dass ich bei diesem Fest dabei sein kann, denn für mich ist es auch ein Treffen mit Freunden. Gerne denke ich an so manche Begegnung mit vielen von Ihnen, persönliche Begegnungen und Gespräche, nicht zuletzt aber auch an meinen Besuch hier in Gutesbühl vor etwa 6 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nicht bei dieser Kundgebung, sondern im Saal Winterhill oder auch an das weltweite Sachsen-Treffen in Hermannstadt, Berlin. Sie haben es angesprochen. Es ist ein Treffen mit Freunden. Und Sie haben heute dieses Treffen mit Freunden, dieses wunderbar mit einem vielfältigen, herrlichen Programm, noch dazu bei einem schönen Wetter. Der Herrgott hat wirklich heute besonders gut mit Ihnen und uns gemeint, wieder super ausgestaltet. Und auch ich möchte all jenen, die im Vorfeld dieser Heimattages mit Organisation betraut waren, all jenen Tausenden von Frauen und Männern, die uns im Trachtenumzug begleitet haben und erfreut haben, ein herzliches Dankeschön sagen. Es ist eine Freude, hier zu sein und dieses mitzuerleben. Es ist eine besondere Freude, auch diesen Geist zu spüren, der in Ihrem Motto zum Ausdruck kommt. Nämlich Miteinander schaffen Heimat. Dieses Miteinander ist heute deutlich geworden, bedeutet Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Frauen und Männer mit demselben Werteverständnis und Wertekanon, mit einer Gemeinsamkeit treten sie hier auf. Das spürt man. Und ich könnte es mir ganz persönlich auch sagen, die Tatsache, dass so viele Kinder und Jugendliche dabei waren, nicht nur beim Umzug, sondern auch in ihrer Verbandsarbeit, so aktiv mitarbeiten, in den Gemeinden vor Ort so aktiv sind, das ist etwas ganz Besonderes. Und das möchte ich auch ganz persönlich hervorheben, denn Sie zeigen damit, welchen Stellenwert Sie der Zusammenarbeit der Generationen beimessen. Und diese Jugendlichen zeigen auch uns, schaut her, wir gehören zu diesem Verband, zu dieser Gemeinschaft
Wir sind ein fester Bestandteil dieser Gemeinschaft und dieses Staates. Dafür will ich ganz herzlich danken. Denn das, meine Damen und Herren, das brauchen wir nicht nur hier. Das brauchen wir in unserer gesamten Gesellschaft. Deshalb bin ich so dankbar dafür. Miteinander schafft keiner. Das bedeutet gerade für Sie und bedeutet gerade für Sie neu geschaffene Heimat. Das bedeutete, Sie neu einzufügen in eine neue Gemeinschaft mit anderen sozialen und kulturellen Besonderheiten, in unbekannten Orten und Regionen. Das war sicherlich nicht immer einfach. Aber zur Wahrheit gehört, es ist Ihnen vorzüglich gelungen. Warum ist Ihnen das gelungen? Weil Sie sich von Anfang an und jahrzehntelang aktiv eingebracht haben und heute noch einbringen. In unsere Gesellschaft, in die Politik, in das Vereinsleben, in die Arbeitswelt und weil sie ihre Werte, ihren Fleiß, ihre Zuverlässigkeit auch uns spüren ließen und heute noch spüren lassen. Und dafür möchte ich Ihnen meinen Respekt, meine hohe Anerkennung aussprechen. Es ist Ihre Leistung, dass Sie sich so hervorragend integriert haben und zu einer wirtschaftlichen und kulturellen Bereicherung unseres Landes beigetragen haben. Ja, es ist auch eine kulturelle Bereicherung. Ich will das ganz besonders betonen. Auch das ist heute zum Ausdruck gebracht worden und wird auch in dem vielfältigen Programm dieses Tages deutlich. Ihre Wertvorstellungen, Ihre Zuverlässigkeit, auch Ihr Gemeinschaftsgefühl, Ihr Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist etwas, was uns im ganzen Land gut tut und was notwendig ist. Und dazu gehört auch die Pflege des Brauchtums und die Pflege von Traditionen. Auch das gehört dazu. Das macht die Vielfalt unserer Gesellschaft aus und den eigentlichen Reichtum in unserer Gesellschaft. Denn sagen wir uns ehrlich, der Herrgott hat nicht alle Menschen gleich gemacht. Gott sei Dank, dann wäre es auch langweilig. Sondern es ist eine hervorragende Situation, dass wir aus unterschiedlichen Traditionen kommen und diese Traditionen auch hochhalten. Auch dafür herzlichen Dank. Bei der Vorbereitung auf diesen heutigen Tag gefragt, was macht es aus, woher nehmen Sie die Kraft? Und ich glaube, dass nicht alles, aber ein Stück weit damit zusammenhängt, dass Sie eine lange und auch wechselvolle Geschichte durchlebt haben, Ihre Vorfahren sich auch durchlebt haben. Eine Geschichte, die geprägt war, von Leid, die geprägt war, immer wieder von Vertreibung, auch geprägt war von Deportation und Zwangsarbeit. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Und Sie haben mit Ihrem Werteverständnis, mit Ihrer Geschlossenheit, mit ihrer Gemeinschaft immer wieder sich hochgearbeitet. Mit Fleiß, mit Zuverlässigkeit, mit Ehrlichkeit. Und diese Werte leben sie auch heute noch. Und das hat sie so stark gemacht, um all das Leid, das sie in ihrer Vergangenheit, ihre Eltern, Großeltern, weitere Vorfahren durchlebt haben, zu ertragen und nicht aufzugeben. Und dass Sie das uns heute spüren lassen, in dem Miteinander, mit
uns eine Generation, wenn ich das so sagen darf, ich bin Jahrgang 50, ich habe ja nur gute Zeiten erlebt, ja. Dass sie uns diese spüren lassen, dass es auch schwierigere Zeiten gibt, das ist etwas, was wir nicht hoch genug einschätzen können. Und deshalb gratulieren wir Ihnen zu diesen Eigenschaften und danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie hier auch davon etwas haben können. So, meine Damen und Herren, bin ich ja als Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Und es gehört zu den originären humanitären Aufgaben der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, das Leid von Kriegsopfern zu lindern. Und es waren die vielen Menschen, die während und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verlassen mussten, deren Schicksal dann dazu führte, dass 1945 der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes neu gegründet wurde. Dieser Suchdienst hatte und hat die Aufgabe, Familien, die durch Kriegswirren, durch Vertreibung und Flucht und andere Gegebenheiten auseinandergerissen wurden, wieder zusammenzuführen und hat die Aufgabe, auch nach vermissten Angehörigen zu suchen. Aber das ist nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges dann erledigt gewesen. Zunächst einmal waren es Millionen von Menschen, die schon kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder in Verbindung treten konnten. Und auch heute noch kümmern wir uns darum, und Sie können davon ausgehen, dass angesichts der zunehmenden Fluchtbewegungen, und zwar der weltweit zunehmenden Fluchtbewegungen, diese Arbeit nicht weniger, sondern eher mehr werden. Und in diesem Zusammenhang sind wir nun seit einigen Jahren auch behilflich bei der Nachweisführung in Sachen Entschädigungsleistungen. Es wurde ja schon vorhin kurz angesprochen, seit 2013 werden nun Entschädigungsleistungen auch an Rumänien, Deutsche in Deutschland bezahlt und seit 2020 auch für Kinder von Verschleppung. Insbesondere geht es dabei um Deportation, um Verschleppung, um Zwangsarbeit, was diese Menschen erleiden mussten. Und dazu braucht es einen Nachweis. Und der Nachweis ist nach so vielen Jahrzehnten natürlich nicht so einfach zu führen und zu erhalten. Und deshalb sind wir vom Suchdienst da auch behilflich. Seit dieser Zeit werden wir von vielen Betroffenen angefragt und gebeten zu helfen. Und wir tun das gerne. Im Jahr 2021 waren es 6.000 Betroffene, die ihre Anträge bei uns gestellt haben. Und ich darf Ihnen sagen, in fast allen Fällen, fast 90% der Fälle, konnte auch tatsächlich geholfen werden mit dem Ergebnis, dass die Betroffenen auch die ihnen zustehende Entschädigung erhalten. Aufgrund von vielen Dankschreiben und auch Reaktionen der Betroffenen wird deutlich, da geht es nicht in erster Linie ums Geld. Nicht in erster Linie ums Geld. Denn mit Geld kann man das, was diese Menschen mitgemacht haben, durch Deportation, durch Auseinanderreißen von Familien, durch Zwangsarbeit, kann man das nicht wieder gut machen. Eine symbolische Wiedergutmachung, die aber sehr, sehr viel wert ist.
Und deshalb werden wir auch diese Arbeit nicht nur fortsetzen, sondern ich darf Ihnen versichern, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hoch engagiert, diesen Betroffenen und deren Kindern zu helfen. Meine Damen und Herren, diese Arbeit des Suchdienstes ist eine zutiefst humanitäre Aufgabe. So wie unsere Arbeit im Deutschen Roten Kreuz und der Internationalen Kreuzes- und Halbmondbewegung auch. Sie stehen nicht im Mittelpunkt der Medienberichterstattung. Und dennoch ist sie mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Denn sie stärkt die Familien und sie stärkt damit auch die Heimat und das Heimatgefühl. Und das, meine Damen und Herren, ist mindestens genauso wichtig wie jeden Tag in der Medienberichterstattung zu lesen. Sie, liebe Siebenbürger Sachsen, Sie sind Brückenbauer in Europa. Mit Ihrem Engagement leisten Sie einen ganz wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung unserer europäischen Geschichte. Und mindestens genauso wichtig ist aber noch etwas anderes. Nämlich, so wie dieser Heimattag und auch die Erlebnisse von Ihnen und Ihren Eltern und Großeltern, das alles, das trägt dazu bei, dass wir auch immer wieder nachdenken müssen, worauf kommt es denn eigentlich an. Ich sehe in diesen Erlebnissen und auch in diesem Heimattag auch ein Stück Mahnung. Mahnung für uns alle. Nämlich Mahnung zur Achtung der Menschenrechte, Mahnung zur Achtung der Menschenwürde und dazu gehört auch das Recht auf Heimat. Das ist das, was ich von jedem Heimattag auf immer wieder mitnehme. Und nun, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen, wünsche ich uns einen wunderschönen Heimattag mit vielen interessanten persönlichen Begegnungen und Gesprächen. Alles Gute und ein schönes Pfingsten. Sehr geehrte Frau Hasselfeld, es ist mir eine besondere Freude und Ehre, dass ich Ihnen heute das große Ehrenamt des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland überreichen kann. Wir wissen es, Sie sind eine Kennerin Siebenbürger und der Siebenbürger Sachsen. Wir haben uns auch 2017, das ist schon mehrmals angeklungen, auch beim Sachsen-Treffen in Heimatschaft gesehen. In Ihrer Zeit als Bundesministerin und Bundestagsabgeordnete waren Sie immer eine Fürsprecherin für unsere Anliegen. Mit dieser Verleihung möchten wir aber auch dem Deutschen Roten Kreuz danken für die sehr wertvolle Tätigkeit im Rahmen des Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes, wie Sie es eben geschildert haben. Wie allgemein bekannt, entschädigt Unterhältnis aus Rumänien aufgrund von politischer Verfolgung, Deportation oder Zwangsabwirrungen. Und die Nachweise, die wir über den Suchdienst erhalten, die sind wirklich eine große Hilfe für die Antragstellung, weil Sie haben das erwähnt, sehr geehrte Frau Hasselfeld, oft fehlen diese Nachweise. Tausende von Landsleuten haben die Mitarbeiter des Suchdienstes damit geholfen. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich den Dank unserer Landsleute aussprechen und möchte Sie bitten, dieses zu übermitteln. Ich darf Ihnen daher sehr gerne das große Ehrenamt der Sanktkunde überreichen und Ihnen meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen.
Ich danke Sie sehr herzlich. Es ist mir eine große Ehre, dieses entgegenzunehmen.